So, Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Wallet hier. Heute für euch ein neues Video. Und wo eigentlich war für heute kein Video geplant, jetzt kam aber spontan dieser riesen Leak raus. Und die kann ich euch natürlich nicht vorenthalten, vor allem weil ihr die letzten Videos von mir so kräftig supportet habt. Da bin ich euch echt dankbar dafür. Und ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt ein Bild erhalten aus dem PlayStation Store. Natürlich nichts Offizielles. Das Ganze, wie immer, wenn es nicht offiziell ist, kritisch beurteilen. Nichtsdestotrotz sieht es für mich sehr glaubwürdig aus. Ich glaube nicht, dass irgendein Profi-Designer hier am Werk war, das Ganze einfach frei erfunden hat, sondern ich glaube, dass tatsächlich Treyarch dieses Bild gemacht hat. Vor allem, weil wir diese Helden noch nie, soweit ich mich erinnern kann, in der Pose gesehen haben. Kann natürlich doch sein, aber soweit ich mich jetzt erinnern kann, nicht. Auf jeden Fall sehen wir die Überschrift Salvation, was ins Deutsche so viel übersetzt wie Erlösung heißt. Also wird ganz gut passen für DLC 4. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass das DLC 4 nicht Revelations heißen würde. Also heißt dann voraussichtlich die Zombie-Karte Revelations. Was auch sehr interessant ist, normalerweise die Poster, die ein DLC 4, ein DLC immer teasern, haben so eine Übersicht, beziehungsweise liefern so eine Übersicht über die vier Multiplayer-Karten, vielleicht noch eine neue Waffe, die dabei ist, und dann halt eben noch die Zombie-Karte. Wenn das Poster, dieser Poster für DLC 4 sein sollte, dann kann man ganz klar erkennen, dass hier Zombies im Fokus ist. Wir sehen die vier Hauptcharaktere, wir sehen Zombies, wir sehen eine düstere Atmosphäre, also ganz klar Zombie-Setting im Vordergrund. Das deutet natürlich in irgendeiner Weise darauf hin, dass Zombies die Hauptrolle spielen wird und wer weiß, womöglich sogar nicht nur eine Zombie-Karte kommen wird, was dies natürlich wiederum bestätigt. Wir haben ja in meinem letzten Video schon gesehen, was alles darauf hindeutet, dass wir nicht nur eine Zombie-Karte erhalten werden. Zum einen haben wir schon im Patch 1.15 diese Codes erhalten. Könnt ihr euch in meinem letzten Video nochmal anschauen. Jetzt haben wir noch dieses Bild, das meiner Meinung nach sehr glaubwürdig wirkt, erhalten, was wiederum darauf hindeutet, dass Zombie einen sehr, sehr hohen Fokus im DLC 4 haben wird. Und ja, also ich bin mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass wir mindestens einen, beziehungsweise eine neue, in Klammern alte natürlich, Zombie-Karte erhalten werden. Und ja, was auch noch sehr interessant ist, vom 2. bis 4. September, wenn ich mich nicht täusche, ist die Call of Duty XP. Dort werden Personen auch nochmal die Möglichkeit bekommen, DLC 4 anzuzocken. Und bis dahin sollte eigentlich schon, ja, ich schätze mal, der Trailer draußen sein. Was auch noch sehr interessant ist, wenn dieses Bild tatsächlich offiziell ist, dann wird sich im Laufe der nächsten 48 Stunden Treyarch oder so irgendwie dazu äußern müssen, glaube ich zumindest. Und entweder halt das offizielle Bild raushauen, also die offizielle Version oder eben einen Trailer, was ich richtig feiern würde. Und ja, so viel mal zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Haut rein, euer Grand Warlord.